Von Beginn an hochkonzentriert. Von Beginn an suchen wir die Zweikämpfe. Von Beginn an haben wir eine Möglichkeit, versuchen wir die zu nutzen. Von Beginn an ist der FC da, Männer. Auf geht's. Komm! Yes! Ja! Ja! Guten Morgen, FC-Fans. Guten Morgen aus dem wunderschönen Grüngürtel. Es wird mal wieder Zeit für einen neuen Vlog Jungbekon-Tour mit der U19. Und ich bin jetzt gerade auch schon auf dem Weg zum Abschlusstraining der U19 vor dem großen Pokalduell. Erste Runde DFB-Pokal der Junioren gegen den Chemnitzer FC. Nach dem Abschlusstraining, das hinten auf Platz 7 ist, wo wir jetzt mal hingehen, geht es dann auch schon ziemlich schnell los. 7 Stunden Fahrt. Wird eine ziemlich lange Tour. Und dann startet morgen um 11 Uhr dann die erste Pokalrunde. Wir sind gerade definitiv bei meiner absoluten Lieblingsübung. Die Jungs schießen sich hier im doppelten 16er richtig ein. Und da sind schon echt ein paar geile Abschlüsse dabei. Also hoffe ich einfach mal, dass wir morgen auch so gut das Tor treffen. Hier ist auf jeden Fall viel Feuer im Abschlusstraining drin. Es macht richtig Bock zuzuschauen. Wie froh bist du, dass du angekommen bist? Sehr, sehr froh. Ja? War lange schlecht, Fahrt, oder? Dass du die ganze Zeit draufhältst. Warum? Ne? Warum ist es schlecht? Weil es den ganzen Tag so geht. Ja, aber das nennt man doch Vloggen, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe das keine Ahnung davon. Bist du nicht zufrieden? Doch, ich bin sehr zufrieden. Du machst einen super Job. Danke dir. Justin? Oder Faisal? Passt auf die Karten auf. Sind jeweils zwei Karten mit dabei? Weltmeister. Gabi? Ja, David, Gabi. Dankeschön. So, es ist jetzt 19 Uhr, also nach mehr als 7 Stunden Fahrt endlich angekommen in Chemnitz. Die Fahrt ging eigentlich relativ schnell vorbei mit Bundesliga-Konferenz. Geht das natürlich noch ein bisschen schneller. Viele haben geschlafen, einfach noch ein bisschen gequatscht oder sich aufs Spiel vorbereitet. Und ja, dann schauen wir uns doch mal das Zimmer an hier, auf dem wir sind. Ich drehe doch mal die Kamera. Das ist die Aussicht aus dem Hotelzimmer. Da unten steht unser Bus und das ist das kleine, beschauliche Zimmer, aber mehr braucht es ja auch nicht für eine Nacht. Ins Bad habe ich noch gar nicht reingeschaut. Gucken wir doch mal, steht noch die Tasche im Weg. Licht an. Ja, sieht doch auch top aus. Also, jetzt noch ein bisschen einrichten und dann geht's gleich runter zum Abendessen. Zwani, welcher Tisch beginnt? Ja. Super, dann. Der ist jetzt nur so nett, weil die Kamera. Dann wird pünktlich geschlafen. Wir werden morgen früh um 7.30 Uhr dann hier aktivieren. Das heißt aktivieren, wir machen einen kleinen Spaziergang, macht ihr mit Niklas. Wir haben dann 7.45 Uhr Frühstück, ne? Und dann fahren wir dann schon auch um 9 Uhr dann zum Stadion nach Chemnitz. Da ist das Stadion nach Chemnitz. Okay? Habt ihr irgendwas noch von eurer Seite irgendwas? Lass uns das angehen, ne? Lass uns das angehen, vernünftig. Ne? Ich habe da Bock drauf, auf das Spiel morgen, dass wir da ein bisschen auch was reißen können. Und wir haben die Erfahrung gemacht gehabt, Ahmed, letztes Jahr Pokalfinale. Ne? Das kann ein Ziel sein. Ne? Das kann ein absolutes Ziel sein. Und das war eine geile Erfahrung, kann ich euch nur sagen. Das hat man vielleicht oft, nicht so oft in der Fußballlaufbahn, ne? Im DFB-Pokalfinale. Ne? Und da sollte man eben drauf arbeiten. Okay? Gut, dann geht auf die Zimmer, ne? Oder was auch immer. Thank you.
Hallo vom Spielort der ersten Runde im DFB-Pokal der Junioren. Guckt euch mal dieses coole Gebäude an. Ich bin hier mitten auf dem Platz und es ist wirklich eine sehr coole Anlage. Sehr urig auch noch hier die Haupttribüne. Was ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten will, ist Folgendes. Wir schreiten hier jetzt mal zum Elfmeterpunkt und ich hoffe einfach mal sehr, dass es heute nicht zum Elfmeterschießen kommt. Guckt euch einfach mal diesen Elfmeterpunkt an. Also wirklich, Justin von der Hitz hat schon gesagt, am besten schießt nur einen Linksfuß. Also, ich hoffe, wie gesagt, dass wir nicht ins Elfmeterschießen müssen. Okay, ne, das, Jungs, ne, das Spiel hier, ne, das ist halt direkt ein Endspiel, ne, von Beginn an. Sollten wir das heute verlieren, dann sind wir raus. Ne, das muss uns einfach klar sein, wenn wir in das Spiel reingehen. Das, was wir heute benötigen, ist von Beginn an ein Punch, ne, und volle Konzentration auf das, was hier passieren kann. Ihr habt gesehen gestern, ne, immer was passiert, Stapi in den ersten Sekunden, ne, hohes Attackieren vom Gegner bei Gegentreffern. Wenn sie selber Tore machen, da haben sie immer diese Momente, wo sie alle auf eine Karte setzen. Ne? Weil da vielleicht die Konzentration zu Beginn nach einem Tor, nach einem Gegentor bei uns vielleicht nicht ganz so hoch ist. Da müsst ihr euch darauf vorbereiten. Da heißt es dann nicht in den Druck reinspielen, sondern um den Druck herumspielen. Es ist nicht mehr lange, 45 Minuten, dann geht's hier los. In diesem coolen Stadion, die Jungs sind jetzt auf dem Platz, machen ihr Warm-up, deswegen bin ich mal hier ein bisschen an den Seitenrand gegangen. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr heiß, also die Ansprache von Rute hat mich definitiv gecatcht. Ist dann auch cool, euch den Einblick dann mal draußen mitzugeben, in der Kabine sein zu dürfen und zuzuhören, wie die Jungs heiß gemacht werden, was die letzten Vorbereitungen sind. Das Trainerteam von der U19 hat es ja auch angesprochen. Chemnitz wird uns von Anfang an jagen und versuchen uns, den vermeintlich größeren Gegner, den FC, zu schlagen. Ich bin mal gespannt, wie die Jungs dagegen halten, aber ich bin mir sicher, wir packen das. Jungs, wenn wir die nächste Runde wollen, ne, und wir wollen die nächste Runde, ne, da müssen wir das Ding hier erarbeiten. Ne, von Nummer 1 bis Nummer 18. Ne, wir müssen das Ding erarbeiten. Das ist einfach so. Ja? Die reinkommen, müssen funktionieren. Die beginnen, müssen funktionieren. Und ihr müsst daran denken, ihr müsst einen Punch setzen. Gegen den Ball und mit dem Ball. Nur dann kann das hier funktionieren. Ne? Von Beginn an hochkonzentriert. Von Beginn an suchen wir die Zweikämpfe. Von Beginn an haben wir eine Möglichkeit, versucht wir die zu nutzen. Von Beginn an ist der FC Damener. Auf geht's. Komm! So, FC-Fans, beide Mannschaften sind auf dem Platz. Es geht jetzt los. Tribüne auch gut gefüllt. Anpfiff wird jeden Moment ertönen und wirklich, die Jungs sind heiß. Gerade der Kreis in der Kabine hat es gezeigt und jetzt geht es einfach darum, das Spiel anzunehmen und in die zweite Runde zu kommen. Los geht's! Jetzt geht's, Malik. Quer. Schieß, schieß, Junge, schieß. Yes! Yes, Junge! Ja! Stark, Jungs! Ja, Junge! Ja. 2:0 noch 15 Minuten, das nenne ich mal einen Start nach Maß. Also, zweite Tor habe ich gar nicht drauf, es ging so schnell. Finn Schenten dann nochmal nachgelegt nach Malik, also wirklich ein Start nach Maß und jetzt einfach dranbleiben, konsequent weiter wegspielen und dann packen wir das hier. Justin allein vom Torwart. Komm, Junge, mach ihn. Yes, Junge! Rein. 13:0, ist das geil. Jetzt sind wir beim besagten Elfmeterpunkt. Jungs, jetzt nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach reinmachen. Starkes Ding. Halbzeitstand 4:0 für uns. Es macht so Bock zuzuschauen. Leider noch kurz vor der Halbzeit Gelb-Rot für Zimbo bekommen. Jetzt müssen die Jungs bei dem Wetter noch für einen mehr mitlaufen. Aber das schaffen die schon. Ich muss echt sagen, richtig geil herausgespielte Tore.
Die Jungs hatten richtig Bock, zusammen zu kombinieren, haben sich richtig für die Tore jeweils gefreut und ja, so kann es weitergehen. Jetzt einfach das Spiel noch verwalten, vielleicht noch sogar ein Tor direkt nach der Halbzeit draufsetzen, damit die Chemnitzer gar nicht hier die Hütte entfachen. Ich bin ja hier gerade an der Haupttribüne vorbeigelaufen, sind echt ein paar Leute da, schauen sich Jugendfußball an, so muss es sein. Ich gehe jetzt mal hier auf die andere Seite, mache noch ein paar Fotos und dann ziehen wir in die zweite Runde ein. Komm, geh allein! Am Sonntag, dem 14.09. 13 Uhr, geht es auswärts zu RB Leipzig. Und das musst du rausschneiden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um drauf zu halten. Gute, 15-0 gegen Chemnitz gewonnen, Achtelfinaleinzug. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie hast du die Leistung in deiner Mannschaft gesehen? Also ich glaube, bis zur gelb-roten Karte in der 44. Minute war das, also, boah, seit vielen Jahren mit einer der besten Halbzeiten, die ich gesehen habe. Also so wie die Jungs da rausgespielt haben, wir hätten noch viel höher führen müssen und wie viel Spaß die entwickelt haben, das war heute echt verrückt. Das war richtig gut. Ich glaube, den Worten von Stefan Rudbeck ist nichts hinzuzufügen. Eine der besten Leistungen einer U19 seit Jahren, die er da gesehen hat in der ersten Halbzeit. So habe ich es auch gesehen, hat richtig Bock gemacht, den Jungs zuzugucken, wie sie sich füreinander aufgeopfert haben, zusammen gezockt haben, kombiniert haben. Es war richtig guter Fußball und dann eben noch diese Mentalität in der zweiten Halbzeit zu beweisen, noch einen draufzusetzen, trotz der roten Karte. Ja, mit diesem 5-0 und einem Lächeln fahren wir zurück jetzt ins schöne Köln. Die Jungs duschen noch, dann geht's ab in den Bus. Und ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen. Das war Jungböcke on Tour. U19 DFB-Pokal-Edition. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Videos, ein paar Vlogs zu den nächsten Runden. Macht's gut, FC-Fans.